Dimensionen. In dem Moment, wo ein Zielkonflikt zwischen mehr Gewinn, mehr Kapital und mehr Klimaschutz, mehr Menschenwürde, mehr Verteilungsgerechtigkeit oder mehr Demokratie eintritt, dann wird in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung der Kapitalmehrung der Vorrang gegeben. Und das ist genau diese Verkehrung, die der Vielfalt der Krisen gemeinsam zugrunde liegt. Und das aufzuzeigen und wieder zurechtzurücken, ist der Ansatz der Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie orientiert Unternehmen auf Grundwerte wie Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitwirkung. Wenn diese Werte honoriert werden, dann haben wir auch eine Chance, unser Wirtschaftssystem umzubauen in ein menschenfreundliches und naturerhaltendes. Werte statt Wert. Wenn wir Menschen diese Kurve nicht kriegen, dann werden wir darunter leiden. Gemeinwohlökonomie als neues Wirtschaftsmodell von Sonja Beckel. Das ist unser Haupteingang und Geschäft und Handwerkstatt in einem. Da sind Produkte aus den letzten 30 Jahren ausgestellt. Wenn Kundenberatung ist, dann schöpfen wir da aus dem Vollen. Also Einbände von edlen Büchern, Fotoalben, Gästebücher, Hochzeitsbuch, Tagebuch, Gipfelbuch, also für sämtliche Anlässe. Hier in der Kernhandwerkstatt produzieren wir eben Einzelstücke und Kleinserien, Reparaturen, Kochbücher, Märchenbuch und so, was halt einen ideellen Wert hat und nicht mehr im Handel verfügbar ist. Da sind wir jetzt im Reich der Speisekarten. Seit gut 20 Jahren ist dieses Geschäftsfeld entstanden und mittlerweile sind wir da Marktführer in der gehobenen Gastronomie im alpinen Mitteleuropa. Zu Besuch in der Buchbinderei Fuchs in Saalfelden. Johann Fuchs hat die Buchbinderei vor 30 Jahren gegründet. Sein Sohn Christian hat dort das Handwerk gelernt und die Firma 10 Jahre später übernommen. Jetzt führt er durch den Betrieb, der aktuell 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Neben dem traditionellen Buchbinderhandwerk bietet er auch Grafik und Digitaldruck für kleine Auflagen, die Rahmung von Bildern und Objekten und die Produktion von Kalendern an. Christian Fuchs entwickelt gerne neue Produkte, baut alte Maschinen für den Firmenbedarf um und überlegt sich, wie man Produktionsreste verwerten kann. Der schonende Umgang mit Ressourcen sei ihm in die Wiege gelegt worden, erzählt er. An seiner Bürotür hängen ein Foto des Dalai Lama und von Christian Felber, dem Begründer der Gemeinwohlökonomie. Auf die ist Christian Fuchs durch Ö1 gestoßen. Das war 2012, wo ich auf Ö1 von Christian Felber ein Interview gehört habe und hat mich die Thematik fasziniert. Dann hat es auch noch einen Zeitungsbericht gegeben. Und dann kurz darauf einen Vortrag in Zell am See und den habe ich besucht und habe ihn persönlich kennengelernt und war noch einmal mehr begeistert und bin spontan beigetreten. Der Zugang war eben die Wertevermittlung, von denen er gesprochen hat und ein alternatives Wirtschaftssystem oder Wirtschaftsordnung, aber auch eine Gesellschaftsordnung, die damit verbunden ist. Und das hat mich angesprochen und hat sich mit meinem Werteverständnis sehr gut gedeckt und habe das als Chance und Möglichkeit gesehen, mitzugestalten und was mitzuverändern. Im Jahr 2013 hat die Buchbinderei Fuchs dann eine sogenannte Gemeinwohlbilanz erstellt, die nicht die finanzielle Situation, sondern das ökologische, ethische, demokratische und soziale Handeln eines Unternehmens oder einer Organisation misst. Die Bilanz basiert auf der Gemeinwohlmatrix, in der 20 Themen beschrieben sind, anhand derer die Beiträge eines Unternehmens zum Gemeinwohl sichtbar gemacht werden. Jedes Unternehmen kann maximal 1.000 Punkte erreichen. Auch wenn man glaubt, man ist sehr gut unterwegs, zeigt einem der Prozess der Bilanzierung auf, wie viel Luft nach oben noch ist.
war aber nicht jetzt mit einem radikalen Veränderungsprozess verbunden. Also wir haben doch schon relativ gut abgeschnitten von der Punkteanzahl und war schon kleinerer Handlungsbedarf, aber sind wir natürlich weit weg vom Gesamtziel, 1000 Punkte zu erreichen. Das schafft sowieso niemand. Jedenfalls nicht, solange wir in diesem Korsett des jetzigen Wirtschaftssystems uns bewegen. Das jetzige Wirtschaftssystem ist die sogenannte freie Marktwirtschaft in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, in der das Kapital die entscheidende Größe ist. Dabei sollten Geld oder Kapital die Mittel des Wirtschaftens sein, nicht ihr Ziel, sagt der Autor und Hochschullehrer Christian Felber. Ziel des Wirtschaftens sei vielmehr das Gemeinwohl. Das sei in heutigen Verfassungen verankert und gelte seit mehr als 2000 Jahren. Diese Unterscheidung eines Wirtschaftsverständnisses, in dem es um das Wohl aller oder das gute Leben für alle oder das Gemeinwohl geht, das ist die Oikonomia im Altgriechischen. Aristoteles hat sie nicht nur genauso definiert, sondern er hat sie dann unterschieden von ihrem Gegenteil, das dann eintritt, wenn der Gelderwerb oder die Kapitalmehrung zum Ziel wird. Und das wäre dann gar keine Oikonomia mehr, sagt Aristoteles, sondern eine Krematistike. Das ist altgriechisch die Kunst des Gelderwerbs und sich Bereicherns. Und Aristoteles hat auch gesagt, eine Wirtschaftsordnung, in der die Mehrung des Kapitals das oberste Ziel ist, ist pervers, ist widernatürlich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erklärte der französische Ökonom Léon Valras den Kapitalismus quasi zum Naturgesetz. 1870 ungefähr haben dann die Zeitgenossen rund um Léon Valras die neoklassische Wirtschaftswissenschaft begründet, haben sie auch abgespalten von der politischen Ökonomie und haben versucht, da eine Naturwissenschaft draus zu machen. Und aus meiner Sicht ist das die erfolgreichste Ideologie, vielleicht neben dem Patriarchat, die jemals in die Welt gesetzt worden ist. Nämlich sie verkaufen uns soziale Verhältnisse als Naturphänomene. Am schönsten erkennbar an dem Begriff Marktgesetze. Da vermutet niemand demokratische Entscheidungen dahinter, sondern Naturgesetze. Und das ist natürlich eine Illusion, aber es ist gleichzeitig ein großartiger Kunstgriff, der den Neoklassikern gelungen ist und der bis heute andauert. Die neoklassische Wirtschaftswissenschaft gehöre deshalb der Geschichte überantwortet und müsse einer ganzheitlichen Wirtschaftswissenschaft Platz machen, fordert Christian Felber. Vor allem auch, weil die gegenwärtige Form des Wirtschaftens eine extrem ungleiche Verteilung der Einkommen, eine Ausbeutung der natürlichen und menschlichen Ressourcen, Konsumwahnsinn, Sinnkrise und Demokratieverlust mit sich gebracht hat. 2008 hat Christian Felber deshalb das Buch Neue Werte für die Wirtschaft veröffentlicht und 2009 Kooperation statt Konkurrenz – 10 Schritte aus der Krise. In der Folge hat eine Gruppe von sogenannten Attac-Unternehmerinnen und Unternehmern mit ihm gemeinsam das neue Wirtschaftsmodell der Gemeinwohlökonomie und die Methode zur Erstellung einer Gemeinwohlbilanz entwickelt. Eine Gemeinwohlbilanz würde messen, wie sehr ein Unternehmen das Gemeinwohl mehrt. In seinen wichtigsten Bausteinen. Für die unternehmerische Bilanz haben wir vorgeschlagen, dass als wichtigste Zielgrößen die Verfassungswerte herangezogen werden sollen, von der Menschenwürde über die Gerechtigkeit, die Solidarität, die Nachhaltigkeit bis zur Mitentscheidung. Und Organisationen, also Unternehmen an erster Stelle, aber auch öffentliche Gebietskörperschaften bilanzieren bereits und auch Universitäten bilanzieren bereits, messen dann, wie sehr sie diese Verfassungs- und Grundwerte gegenüber allen Berührungsgruppen tatsächlich leben. Als Berührungsgruppen werden alle Gruppen bezeichnet, mit denen Unternehmen oder Organisationen Beziehungen pflegen oder die von den Auswirkungen eines Unternehmens oder einer Organisation betroffen sind. Im Fall eines Unternehmens beginnt das bei den Zulieferbetrieben. Das sind die Mitarbeiterinnen natürlich, das sind die Eigentümerinnen, das sind die anderen Unternehmen auf dem Markt, das ist die Kundschaft, das ist das demokratische Gemeinwesen und das sind der Planet und die zukünftigen Generationen unserer Kinder und Enkel. Und in der Gemeinwohlbilanz beschreibt eine Organisation, ein Unternehmen, was es konkret tut, um diese Grundwerte gegenüber diesen Zielgruppen zu erfüllen. Und damit das nicht nur eine schöne Geschichte wird, haben wir das Ergebnis in Punkten messbar gemacht.
Und das Punkteergebnis soll eines Tages auch auf allen Produkten, Webseiten, Eingangstüren und Prospekten aufscheinen, damit einerseits die Kundinnen, aber auch die Investorinnen und die Öffentlichkeit insgesamt wissen, in welcher ethischen Liga ein Unternehmen spielt, damit sie einerseits ihre freien Entscheidungen in der Wirtschaft daran orientieren können, ihre Konsumentscheidungen, ihre Investitionsentscheidungen, aber gleich wichtig, damit auch die öffentliche Hand die Anreize entsprechend setzen kann, indem sie sie an das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz knüpft. Die Anreize könnten zum Beispiel Steuererleichterungen, öffentliche Aufträge, Förderungen oder Forschungsgelder sein. Diese würden nur Unternehmen oder Organisationen erhalten, die in der Gemeinwohlbilanz eine bestimmte Punkteanzahl erreichen. Damit würden Unternehmen gefördert, die dem Gemeinwohl dienen, statt wie jetzt vom Markt bestraft zu werden, weil sie oft höhere Kosten haben als Unternehmen, die Kosten für ökologische oder soziale Schäden externalisieren. Die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz müsste dann verpflichtend sein, so wie es heute bereits die Pflicht zur Finanzbilanz für bestimmte Arten von Unternehmen gibt. Seit 1. Jänner 2017 ist auch eine EU-Berichtspflicht zu nicht finanziellen Informationen für große Unternehmen in Kraft. Dabei geht es um Informationen zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Arbeitnehmer, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Inwieweit die Gemeinwohlökonomie, kurz GWÖ, einen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten kann, haben Forscherinnen und Forscher des Norbert Elias Center for Transformation Design and Research der Universität Flensburg und des Lehrstuhls für praktische Philosophie der Universität Kiel untersucht. In dem 3 Jahre dauernden Forschungsprojekt haben sie unter anderem die Gemeinwohlbilanz mit unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategien wie dem Ökomanagementsystem EMAS, dem Leitfaden ISO 26000 oder dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex verglichen. Bernd Sommer von der Universität Flensburg dazu. Und wenn man jetzt sich den Vergleich mit diesen Instrumenten halt die GWÖ anschaut, dann sind uns schon einige Dinge aufgefallen, die auch aus meiner Sicht für die GWÖ sprechen. Das eine ist letztendlich, dass ein sehr, sehr breiter Ansatz verfolgt wird, was ja auch im Gemeinwohlbegriff zum Ausdruck kommt. Das heißt, es werden sowohl ökologische als auch soziale Anliegen vertreten und verfolgt, während halt viele dieser Bilanzierungssysteme, wie zum Beispiel EMAS, einen starken Fokus haben auf eine Thematik, eben das Umweltmanagement in diesem Fall. Und durch diesen breiten Ansatz war die GWÖ relativ anschlussfähig für viele Unternehmen und sie kamen sozusagen von unterschiedlichen Seiten zu der GWÖ. Also es gab ein Altenheim, mit dem wir zusammengearbeitet haben, oder ein Seniorenheim, in dem zunächst soziale Belange überwogen und dann durch die Beschäftigung mit der Gemeinwohlmatrix eben auch zunehmend ökologische Aspekte wichtig wurden im Alltag und in der Geschäftsführung. Und das Gleiche auch umgekehrt, dass eine ganze Reihe primär ökologisch motivierter Unternehmen über die Gemeinwohlmatrix auch mit sozialen Anliegen oder die stärker in den Blick genommen haben, als das vielleicht vorher der Fall war. Im Vergleich zu Nachhaltigkeitsinstrumenten hat die Gemeinwohlökonomie auch höhere Ansprüche, die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten, also auch die Zulieferbetriebe und deren soziale oder ökologische Performance. Dass das nicht immer leicht ist, hat der Buchbinder Christian Fuchs aus Saalfelden erlebt, der in den Jahren 2013 und 2018 eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Die Informationskette hat heute teilweise ein Ende. Zum Beispiel der Leinenlieferant aus Deutschland für unsere Bucheinbände und Karteneinbände hat uns die ganzen Zertifikate alles geschickt und nach welchen Standards das bei ihnen produziert wird. Aber das Rohmaterial, die Baumwolle, die aus Indien kommt, mit wie viel Pestiziden oder Kinderarbeit das produziert ist, das wissen die auch nicht. Und da ist dann irgendwann Ende der Information. Und wenn man da dann noch nachhakt, dann kriegt man halt so die Antwort, ja, wegen Ihnen werden wir jetzt nicht auf die Baumwollplantage fahren und nachschauen. So ungefähr. Aber ich sage mal, 2/3 haben uns jedenfalls positiv geantwortet. Eine Besonderheit der Gemeinwohlökonomie sei auch die Suffizienzorientierung, sagt der Sozialwissenschaftler Bernd Sommer.
Das ist eine Form von Nachhaltigkeitsstrategie, die eben auch das absolute Ausmaß des Ressourcenverbrauchs in den Blick nimmt, während halt vielfach sonst nur darauf geschaut wird, wird effizient meinetwegen mit der Energie umgegangen, wird sie aus erneuerbaren Energien erzeugt, aber die Verbrauchsgröße spielt keine Rolle. Und um Nachhaltigkeit zu erreichen, ist es aber, glaube ich, eine zunehmend wichtige Diskussion, sich die Frage zu stellen, was eigentlich ein genügsames Maß ist, was ein Ausmaß an Mobilität, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch etc. ist, das innerhalb von nachhaltigen Belastungsgrenzen noch vertretbar ist. Und da hat die GWÖ einzelne Punkte, die das ausdrücklich adressiert. Die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz ist derzeit freiwillig. Mehr als 500 Unternehmen, Gemeinden und Hochschulen haben bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt, die von unabhängigen Auditoren überprüft wurde. Die ersten zertifizierten Gemeinwohlgemeinden sind Mäder und Nenzing in Vorarlberg und 4 Gemeinden in Deutschland. In Baden-Württemberg, Salzburg und Valencia wurde die Gemeinwohlökonomie in die Regierungsprogramme geschrieben. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Union hat die Gemeinwohlökonomie im Jahr 2015 in einer Initiativstellungnahme mit 86% der Stimmen angenommen und hält sie für den Einbau in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten geeignet. Unter den Unterstützern der Gemeinwohlökonomie seien Unternehmen aller Branchen, von der Biobäckerei bis zum Eventdienstleister, sagt Bernd Sommer. Interessant sei, dass die Größe der beteiligten Unternehmen nur bis 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reiche. Die Forscher haben deshalb mit Managern von großen Unternehmen in Gesprächsrunden und mit Szenarien ausgelotet, inwieweit dieses Wirtschaftsmodell auch für Konzerne geeignet wäre. Es gibt diesen Anspruch der ethischen Finanzierung, dass auch bilanziert wird, also dass man sozusagen jetzt das Geld nur über Banken bezieht, die sozusagen jetzt dann ihrerseits die Geschäfte in einer sozialverträglichen Art und Weise führen. Und das stellt für Großunternehmen halt eine Riesenherausforderung dar. Das Volumen, in dem dort Finanzierungsbedarfe bestehen, also es sind im Milliardenbereich, es keinen Bankanbieter gibt, der so sozialverträglich explizit und nach diesen Kriterien wirtschaftet und in diesem Ausmaß jetzt Finanzvolumina zur Verfügung stellt. In der Gemeinwohlbilanz gibt es auch den Punkt der Einkommensspreizung, wonach zum Beispiel das höchste Einkommen in einem Unternehmen nicht mehr als das 5- oder 10-fache des niedrigsten Einkommens betragen darf. Das wäre der Faktor 5 oder 10. Große Unternehmen liegen weit darüber. In Österreich beträgt der höchste Faktor 1.200, in Deutschland 80.000. In der Fokusgruppe der Manager sei diese Entwicklung aber reflektiert und als problematisch erkannt worden, erzählt Bernd Sommer. Interessant ist, dass die am Forschungsprojekt beteiligten Konzernvertreter dafür optierten, dass die Politik soziale und ökologische Probleme angeht und dafür strengere Regeln einführt. Wenn diese für alle gelten würden, vielleicht sogar innerhalb der EU oder weltweit, würde kein Wettbewerbsnachteil entstehen. Diesen Wunsch hat auch der Buchbinder Christian Fuchs. Ich wünsche mir, dass das Ganze auf eine politische Ebene kommt und auch verpflichtend wird, Transparenz zu schaffen und Kostenwahrheit. Und das sind zum Beispiel Steuern, große Konzerne, die halt dann auf Steueroasen ausweichen. Und wenn ich das gegenüberstelle einem mittleren, kleinen Handwerksbetrieb, der voll unter der Steuerkeule leidet, dieses Bewusstsein, wenn das auf die politische und gesellschaftliche Ebene kommt, das wünsche ich mir. Und dann sind wir aber mitten in einer Revolution drinnen, wo das ganze System umgekrempelt wird. Christian Fuchs würde zum Beispiel seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne mehr zahlen. Aber bei 50% Lohnnebenkosten in einem Unternehmen mit sehr viel Handarbeit sei das nicht möglich. Er wünscht sich deshalb eine breitere Unterstützung der Gemeinwohlökonomie und hat die Gründung eines eigenen Studiengangs angeregt. Seit Herbst 2018 kann man nun angewandte Gemeinwohlökonomie in einem Masterlehrgang am Studienzentrum in Saalfelden studieren. Die Anerkennung des Lehrgangs war nicht ganz einfach, erzählt der Gründer und Leiter des Studienzentrums, Wolfgang Schäffner. Ein Vorwurf,
den wir immer wieder hören, ist die fehlende Wissenschaftlichkeit. Und das ist etwas, was uns besonders ärgert, weil die klassische Mainstream-Ökonomie so tut, als hätten sie keine Werte, während die Gemeinwohlökonomie dann als normativ verteufelt wird. Wir beziehen uns da unter anderem auf Karl Polanyi, den österreichisch-ungarischen Wissenschaftler, der versucht hat, herauszuarbeiten, dass Wirtschaft und Gesellschaft nicht immer so entkoppelt waren wie jetzt. Also die Verselbstständigung der Ökonomie gegenüber Gesellschaft, Kultur, Ethik ist eine menschheitsgeschichtlich junge Entwicklung. Es hat vorher andere Modelle gegeben und es wird auch wieder andere Modelle geben. Und was wir versuchen in unserem Lehrgang, ist die Ökonomie wieder einzubetten in Gesellschaft, in Kultur und in den menschlichen Zusammenhang, in die Ethik. Welche Unterschiede sind denn jetzt euch deutlich geworden zwischen dem ganzen Ding, was man als CSR oder Unternehmensverantwortung bezeichnet? Gerd Hofvielen aus Berlin, der lange Zeit große internationale Unternehmen beraten hat, ist einer der Vortragenden am Studienzentrum in Saalfelden. Angesichts von Finanzkrise und Wirtschaftsskandalen hatte er nach einer Wirtschaft gesucht, die Werte berücksichtigt und ist dabei auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen. Ich habe es dann betrachtet und mich damit auch kritisch auseinandergesetzt, habe gemerkt, erstens, die Gemeinwohlökonomie hat eine explizite Wertebasis. Da wird gesagt, wir wollen, dass Unternehmen sich neben ihren technologischen und kommerziellen Erwägungen auch um ethische Themen kümmern und dass sie nach Werten berichten. Und die Werte kommen aus der Verfassung, habe ich mir gedacht. Wunderbare Idee. Die Verfassung rahmt unser ganzes Sein, Dasein als staatliche Gemeinschaft. So eine gute Idee, dass Unternehmen sich auch an diesem Werterahmen orientieren. Und dann gab es eben auch die Matrix und die Gemeinwohlbilanz. Und es liegt ja so nahe an wirtschaftlichen Kalkülen und Denkweisen, nämlich das ganze Ding einfach mal zu beschreiben, zu bewerten, vergleichbar zu machen und damit kann man es auch permanent verbessern. Also das ist eine sehr wirtschaftsorientierte Denkweise, sehr an Effizienz orientiert, aber es geht halt den entscheidenden Schritt weiter, dass man ethische Werte mit ins unternehmerische Kalkül aufnimmt. Gerd Hofvielen unterrichtet und forscht in Sachen Gemeinwohlökonomie und berät Unternehmen, die sich der Bewegung anschließen wollen. Eine Studie der Universität Valencia hat gezeigt, dass die Gemeinwohlorientierung von Unternehmen keine negativen Folgen für deren finanzielle Situation hat und sich positiv auf die Kundenloyalität, die Motivation der Mitarbeiter, die Reputation, die Innovationskraft und auch auf die Effizienz auswirkt. Weil ein Unternehmen, das so umfassend das eigene Unternehmen oder die eigene Praxis durchdringt, hat natürlich auch vielfach Impulse zur Verbesserung. Und vor allem, und das ist wieder ein ganz wichtiger Nebeneffekt eigentlich von der Gemeinwohlbilanzierung, dadurch, dass das nicht von einer Einzelperson im Unternehmen gemacht wird, sondern in Teams oder zumindest mit mehreren Menschen besprochen werden muss, entsteht auch so ein guter Überblick über, wie agieren wir eigentlich als Unternehmen, dass man das wirklich als ein Organisationsentwicklungsprogramm begreifen kann. Dem Buchbinder Christian Fuchs hat die Beschäftigung mit der Gemeinwohlökonomie geholfen, einen 15 Jahre alten Traum zu verwirklichen. Die Druckwerkstatt der grafischen Künste entsteht hier. Und ist es schon ein besonderes Erlebnis, dass wir so weit sind jetzt. Dank eines Crowdfundings über die Gemeinwohlgenossenschaft kann er nun im renovierten ersten Stock seines Firmengebäudes eine Werkstatt mit historischen Handdruckmaschinen einrichten und dort Kurse anbieten, damit das Handwerk weiterlebt. Sie hörten Werte statt Wert. Gemeinwohlökonomie als neues Wirtschaftsmodell. Gestaltet von Sonja Bettel. Präsentiert von Amy Rehburg. Redaktion Armin Stadler.